Moin, moin, liebe Community. Es gibt mal wieder was Neues. Wie viele von euch wissen, baue ich gerade meine Solaranlage aufs Dach. Um das Ganze oder die ganze Energie in meinen Akku zu bekommen, werde ich zwei von diesen hier verwenden. Das sind Victron RS450-100. Warum zwei? Einfach der Redundanz wegen und der Preis macht es dann auch nicht mehr so. Platz ist natürlich dann ein Thema, aber gut, dafür kann halt einer der Geräte mal ausfallen und meine Anlage läuft trotzdem weiter. Ich werde das Gerät jetzt mal ganz frisch auspacken. Wie ihr hier seht, ich habe nur die Klammern schon beseitigt. Und ich wollte jetzt einfach mal live mit euch machen, wie das Gerät aussieht. So, mal schauen, wie das so verpackt ist und was da so im Karton drin ist. So, was sehen wir da? Erstmal sehen wir gar nichts. Wir haben dort ausschließlich so, die Rückseite natürlich, war ja klar. So, ich glaube, ich muss meinem Kameramann hier gerade mal sagen, dass er mich doch bitte mal aus dem Fokus nehmen soll und den Kasten hier, das ist ja viel wichtiger. So, sorry. Und dann machen wir es noch ein bisschen größer. So, jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Da ist er, das gute Stück. Eingepackt noch in Folie mit dem entsprechenden, mit dem entsprechenden Trockenpulver. So, das nehmen wir dann mal raus. Gar nicht so leicht. Ich schätze mal grobe 10 Kilo, würde ich sagen. Ja, ist jetzt erstmal nicht so spektakulär das Ganze. Was haben wir hier? Ein Display, ja, so ein kleines Schaltbild, zwei MPPTs. Dann hier der DC-DC-Inverter als Schaltbild und noch eine kleine technische Beschreibung. Ja, das war es auch. Unten sieht man entsprechend vier PG-Verschraubungen und eine etwas größere Öffnung unten, Ein- und Ausschalter. Diese größere Öffnung dürfte für die Batteriekabel sein. Und ja, der Ein- und Ausschalter ist klar. Ich lege ihn jetzt mal gerade weg. Gucken wir uns mal noch an, was da noch in dem Paket drin ist. Die übliche, bei Victron übliche Zubehörtüte ist noch dabei. Ja, eine Anleitung. Die ist wie immer sehr, sehr dünn. Aber gut, die meisten Informationen bekommt man ja sowieso im Internet. Dann die obligatorische Wandhalterung. Die sieht aus wie vom Multiplus 2, nur in etwas kleiner. Und was ist das hier? Ah ja, ein Temperatursensor. Wenn man das Gerät also irgendwie noch an den Batterieblock zur Temperaturüberwachung anschließen möchte, kann man das auch tun. Ist bei mir jetzt eher überflüssig. Das macht alles das BMS, aber haben ist besser als brauchen. So, packen wir den Karton mal gerade weg. Und schauen uns mal die inneren Werte von dem Gerät an. Mal gucken. Alles live und in Farbe. Natürlich habe ich gerade keinen Schraubendreher. Hole ich den mal gerade. So. Dann gucken wir mal, ob wir das Cover irgendwie aufbekommen. Ach, da muss ich natürlich unten noch das auch aufschrauben. Das ist ja auch bei den Multiplussen üblich. So, ein erster Blick. Was sehen wir denn hier? Ich mache euch noch mal ein bisschen größer. So, mehr geht leider nicht. Aber ich denke, es ist trotzdem zu erkennen. Was haben wir hier? Hier haben wir die beiden Tracker-Inputs, PV-Inputs. Dann haben wir hier zwei M8-Schrauben, Minus und Plus.
Und ja, da kommt natürlich logischerweise das Batteriekabel dran. Ich werde es wahrscheinlich mit 50 Quadrat anschließen, sollte eigentlich reichen für die maximal 100 Ampere, die da durchgehen. Dann haben wir hier noch an der Seite, ja, ich glaube, ja, so richtig gut könnt ihr es nicht sehen, aber hier oben ist der VE-CAN-Anschluss, kann man hier ganz gut erkennen. Dort zweiter VE-CAN-Anschluss, also wenn ich dann mein zweites Gerät in Betrieb nehme, dann werden die einfach per Daisy-Chaining aneinander gehängt. Der letzte bekommt dann einen CAN-Bus-Terminator. Und hier unten ist so ein, mal gucken, ob ich das einfach rausgezogen bekomme. Natürlich nicht, oder doch? Ah, so, es war. Okay, es verriegelt. Hier ist einfach nochmal so ein, ja, so ein Steckerchen, wo eine entsprechende Beschriftung mir sagt, was da dran ist. Also ein Relais, dann Aux-In 1, Aux-In, was ist das? Aux-In 2. Dann habe ich hier Remote, L und H. Also entsprechend hier ist eine Brücke gesetzt. Das ist der, na, mal sehen, ob das scharf wird. Ich denke, ich weiß es nicht. Diese Brücke ist einfach dafür da, das ist der Remote On-Off. Das heißt, wenn ich da irgendwie ein Relais baue oder irgendwas, damit ich den auch remote abschalten kann, dann kann ich das auch darüber tun. Dann haben wir hier oben noch den VE-Direktport ganz in der Ecke. Und das war, ach so, ja, noch eine Erde, okay, Erdungsanschluss direkt am Gehäuse. Aber das war es dann auch schon. Also relativ übersichtlich von den Anschlüssen her. Jetzt gucken wir mal, ob wir auch noch zu den inneren Werten kommen. Aber wahrscheinlich, ja, das ist auch noch wieder verschraubt. Natürlich. So. Jetzt aber. So, dann sind wir erstmal ganz vorsichtig wegen des Displays hier. Das ist mal ein ganz normaler Pfostenstecker, den ziehen wir mal ab. Das Erdungskabel lassen wir mal da, wo es ist. Und den Kollegen hier, den stecken wir wieder da rein, wo er war, damit er nicht verloren geht. So. Was können wir jetzt hier sehen? Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Auch wenn das Bild dann gegebenenfalls wackelt, aber das lässt sich dann nicht verhindern. So. Gucken wir mal, was haben wir denn da? Also hier vorne nochmal die Anschlüsse in nah. Na, da haben wir unten links die Anschlüsse für die, ja, Relais und sowas. Dann VE-CAN darüber, VE direkt ganz oben links. Zwei Lüfter. Dann die MPPT-Eingänge, ja, und Batterien, ne? Das hatten wir ja eben schon. Das können wir uns hier mal angucken, was wir da haben. Hier drinnen ist irgendwie so eine, ja, so ein Luftleit, naja, Plastik nenne ich es mal. So, hier dieses da. Da wird einfach die Luft kanalisiert. Hier vorne ist das ohne kanalisiert zu haben. Ich vermute mal, das haben sie hier abgedeckt, weil das die Hochspannungsseite ist. Auf der anderen Seite hier, das sieht eher nach Niederspannungsseite aus. Wie ich schon mal in anderen Videos erwähnt habe, ist das Ganze ja galvanisch getrennt. Das heißt, wir haben eine komplette galvanische Trennung zwischen PV und DC-Out. Und ja, vermutlich haben sie das deswegen auch genau so getrennt in der Mitte. Wir haben hier die, ja, im Endeffekt kann man auch von der Platine her ganz gut erkennen, die Hochspannungsseite. Das ist diese Seite hier, auch mit den mächtigen Spulen. Und hier sitzen wahrscheinlich MOSFETs hinter oder drunter. Ja, da sieht man sie auch. Aber die eigentliche intelligente Seite, sag ich mal, ist dann eher die DC-Seite. Das ist dann, ja, das ist dann diese hier, ne? Hier auch wieder eine ganze Reihe MOSFETs unten. Glättungskondensatoren. Hier sind noch mal ein paar richtig fette Kondensatoren. 500 Volt und was haben wir da? 560 Mikrofarad. Drei Stück davon. Das ist schon ganz ordentlich. Und ja, hier haben wir dann auch die Übertragerspule und entsprechende Kondensatoren sitzen ja da vorne. Die Kommunikationsplatine scheint diese hier vorne zu sein. Die steuert dann auch. Also hier ist, da ist ein
Temperatur-NTC-Sensor angeschlossen und die beiden Lüfter. Das steuert also auch die Lüfter, das ganze Thema. Ich bin mal sehr gespannt, wie laut die sind. Wenn die sich auch am Multiplus orientiert haben, dann wird das vermutlich ein eher lauterer Laderegler sein. Jo, mehr kann man jetzt hier im ersten Moment auch nicht erkennen. Ich finde das schon eine ganze Menge Elektronik, aber bei dem Preis hätte ich das jetzt auch erwartet. Was hier drunter ist, das würde mich natürlich auch noch interessieren. Aber ich versuche da mal reinzuleuchten mit der Kamera. Mal sehen, ob ich da mehr sehen kann. Ja, nicht so richtig. Das sieht auch nur nach. Ja, sieht auch nach einer Spule aus dort hinten. Aber gut, wie gesagt, das ist vielleicht, entweder ist es zur Kanalisation der Luft oder ist es einfach ein Isolationsthema, dass die da die Hochspannung irgendwie fernhalten wollen. Ja, so viel zu dem RS450-100. So sieht das Gerät von innen aus. Sehr solide gebaut, wie man das von Victron gewohnt ist. Ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt dieses Gerät an die Wand bauen und mal die ersten zwei Strings anschließen. Mal gucken, wie es dann später funktioniert. Das könnt ihr euch dann auch angucken. Ich denke, das werde ich aber in ein extra Video packen, weil wir sind jetzt schon einige Minuten hier zugange. Muss ja nicht so lang werden. Also der Anschluss und die Erstinbetriebnahme kommen dann im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin und tschüss.